Okay, dann werden wir heute mal die Mission mit diesen Nachschubkonvois hier spielen. Eskortieren durch Feindgebiet. Mal schauen, ob wir uns auch Einheiten hier auswählen dürfen. Welche wir spielen wollen. Ja, dürfen wir. Neue Einheiten sind verfügbar. Wir haben sogar auch Panzer. 100. Jetzt warte mal, da haben wir unseren Reparaturlastwagen. Panzer 3 haben wir zwei Stück. Was kosten da eine überhaupt? 13, 16. So teuer sind die gar nicht. Unseren Aufklärer. Wir hätten sogar Flugaufklärung. Ja. Brauchen wir dann dafür überhaupt so viele Infanteristen? Schützen hätten wir 21. Okay, da kostet die einer nur einen Punkt. Das wäre jetzt gar nicht so. Aber schaut mal an, die Flammenwerfer kosten einer schon 15, 5 Punkte. Scharfschützen tun wir auch raus. Grenadier. Dann könnten wir uns auf jeden Fall noch Panzer holen. Ja, okay, einen Panzer zumindest. Level 4. Starrer Geschützturm. Ja. Ich glaube trotzdem, dass ich dann eher den hier nehme. Jetzt haben wir noch 6 Punkte. Kundschafter, dass wir noch Schützen. Vielleicht, wenn doch noch Fahrzeuge ist, das können wir es ja mit den Schützen schon mal aufnehmen. Jetzt probieren wir es erstmal so. Unser Aufklärer ist dabei. Doch. Ja, drei LKWs. Ich hoffe mal, es muss nur einer durchkommen. Der Turm, okay, ne, ist eine andere Mission. Der Turm war vorhin in der Mitte. Hier haben wir schon mal vier Panzer alleine hier drüben. Oh, da oben Artillerie, Panzer. Die müssen wir natürlich schauen, dass wir die bekommen hier oben am Berg. So, zerstören Sie beide Artilleriestellungen. Das sind ja die eine war hier, die andere wird dann bestimmt hier drüben sein, oder? Na, es kann schon sein, dass die hier ist. Und hier müssen wir aufpassen. Ach so, der eine Panzer war leer. Ja, drei Stück, glaube ich, haben wir hier noch gesehen. Und hier drüben war da irgendwas. Ich habe gedacht, das waren unsere Einheiten, ne? Ich glaube, dass hier auch irgendwelche patrouillieren. Ne, hier vorne ist. Das war dieses Motorrad. So, komm. Vor. Sollen aber trotzdem erstmal unsere Panzer nach vorne. Genau, erstmal das Motorrad hier ausschalten. Der bleibt hier. Ah! Ich hoffe mal, dass hier nicht noch Packs oder irgendwas stehen. Ah, schaut hier irgendwie nur nach Infanterie aus. Oh. Ey, warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Panzer, Panzer! Hey, wo fährst denn du hin? So ein Scheiß. Der ist natürlich viel zu weit nach vorne. Da ist der Panzer noch. So, warte mal, jetzt müssen wir aber trotzdem erstmal. Jetzt haben wir schon einen Panzer verloren, Mensch. Ja, darum finde ich, man, die Kameraeinstellung müsste ein bisschen weiter nach oben. Oh, nächste Panzer. So, reparier mal den. Ja, lassen wir mal Infanterie ein bisschen mit drauf. Boah! Was macht denn der für einen Schaden, ey? Nein, wir haben den Panzer. Ach komm. Bitte, den einen hätte er uns doch noch lassen können, den einen Treffer. So ein Scheiß.
Natürlich blöd, dass der Gegner auch gleich am Anfang hierher kommt. So, du gehst jetzt mal mit hier rüber. Wir müssen jetzt mal schauen. Jetzt haben wir nur noch 2 Panzer von 4. Auf der Stelle, Herr Oberstleutnant. Ach, der ist zerstört. Rücke aus. Auf wen schießt denn ihr jetzt? Ah, auf dem Bunker. Schaut euch mal das an. Ah, wir sind so weit vom Konvoi weg. Werden wir den mal hier hinterherfahren. So ein Aufklärer nach vorne. Ich weiß nicht, ist hier auch noch ein Bunker? Nee. Aber in dem Turm, denke ich, wird bestimmt wieder ein Scharfschütze oder was hier drin sein. Halt. Oh, passt auf. Ihre Einheiten werden angegriffen. Nö, scheiße, wir haben schon einen Konvoi verloren. So ein Mist. Was als nächstes? Aber jetzt erklärt mir mal, wieso der Gegner gleich am Anfang hier kommt. Hier kann man nichts planen, rein gar nichts. Okay, dann werden wir einen Schützen auf jeden Fall in unseren LKW rein. Also, es wurde nur der Fahrer zerstört. Oder besser gesagt, getötet. Dann ist der auf jeden Fall wieder einsatzbereit. So, und da haben wir die hier. Ja, das kann man eigentlich mit dem Panzer ausschalten, ne? Wir müssen jetzt mal schauen, ob in dem Turm hier welche drin sind. Nö. Aber wir haben auf jeden Fall hier Panzer. Das wisst ihr ja, dass hier Panzer stand, ne? So. Wir dürfen von unserem Konvoi nicht so weit weg. Also das heißt, es kommen bestimmt immer wieder... Ah, jetzt werden sie schon angegriffen von was der... Oh! Ja, super! Nein! Meine ganzen Infanteristen gehen drauf! Super! Also wir dürfen uns gar nicht so weit entfernen von diesem Konvoi. Ich weiß nicht, ob dann irgendwann mal die Mission hier abbricht. Macht sie kalt. Zeit, was zu unternehmen. Komm, zerstört den Panzer. Wir bräuchten eigentlich den Panzer. Der Konvoi wird angegriffen von wo? Da? Das ist ja blöd. Schaut mal an, da kommen die Panzer von immer hinter uns. Also wir müssten eigentlich erstmal die Angriffe abwehren, die hier hinter uns kommen. Also ich glaube, das wird nichts mit dieser Mission hier. Also ich glaube, das Beste ist, wenn wir hier nochmal neu starten. Jetzt warte mal, da kommen ja eigentlich auch mehr Panzer. Wenn wir dann auch die Einheit, also die Infanterie hier rausnehmen, so viel kriegen wir sowieso nicht hier. Raus, raus, raus. So, jetzt haben wir 6 Punkte. Die Kundschaft da raus. Sanität da raus. Dass wir wenigstens einen Panzer noch dazu kriegen. So, dann haben wir hier die Schützen, da unsere Panzer. Doch, das machen wir jetzt so. Das können wir ja überspringen lassen. Warte mal, das war mit Escape. Also, wir müssen jetzt aufpassen, von hier kommen die Panzer. Es kommen ja welche von hier drüben. Und welche von hier. Dann lassen wir jetzt unsere Einheiten erstmal eingraben. Und werden jetzt erstmal hier die Angriffe abwehren. Na, ich glaube, die den bringen wir auch mit hier rüber. So. Das machen wir jetzt auch erstmal. So, eingraben. Na, komm hier rüber.
Und vor allem wissen wir auch nicht, wie viele Angriffe von hier unten kommen. Du hast auch schon eine blöde Position hier. Wir müssen auf jeden Fall schauen, dass wir nicht zu viele Panzer am Anfang hier schon verlieren. So, du gräbst dich hier ein. Und du gräbst dich hier ein. Na, jetzt könnte er kommen. Jetzt fahren wir erstmal in unserem Aufklärer hier rüber. Ich weiß gar nicht, wie lange das gedauert hat, bis die ersten hier gekommen sind. Da ist der Motorradfahrer. Schauen wir mal, ob wir den so vielleicht ausschalten könnten, ne? Schütze macht Meldung. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Ah, ich denke nicht, da kommen wir. Ne, schaffen wir nicht ganz. Aber vielleicht ist das jetzt der Grund, dass er Alarm schlägt, dass die Gegner jetzt angreifen sollen. Jetzt warten wir mal. Den bringen wir, glaube ich, weiter hier rüber. Nehme Stellung ein. Bereit, Herr Oberstleutnant. Ihre Einheit wird angegriffen. Oh, nee, oder? Auf der Stelle, Herr Oberstleutnant. Nehme Stellung ein. So, dann mal, den müssen wir drehen. Na? Nehme Stellung ein. Na komm, zerleg den. So, und jetzt schnell reparieren lassen, ne? Jetzt greifen sie doch jetzt von da drüben an. Also einmal so und einmal so. Naja, zwei Reparaturfahrzeuge wären, glaube ich, doch besser. Schauen wir mal trotzdem mal schnell hier, ob ihr irgendwo einen Gegner rumstreunt. Dass wir den zu unseren Einheiten hier locken, dass vielleicht ein bisschen schneller geht. Aber ich glaube, die kamen doch von hier hinten, oder? Da ist aber keiner. Fahren wir mal hier runter. Besatzungsmitglieder sind noch alle gut. Der repariert den. Das passt auch. Na, ihr seht schon, wir können hier aber auch nicht runterfahren. Ah, hier schon, aber hier nicht. Komisch. So. Dann müssen wir hier die Stellung ausschalten. Hier war ja noch ein Panzer dazu. Ich weiß nicht, machen wir das trotzdem mit dem Hartmann? Dass wir den Panzer jetzt wirklich mal wegtun, den bringen wir hier rüber und schauen, dass wir mit Hartmann hier vorkommen. Hartmann ist natürlich da schon besser in den Sachen. Dann nehmen wir aber auf jeden Fall unseren Aufklärer mit. Ich würde lachen, wir ziehen jetzt hier ab und dann kommen sie. So, du tust dich jetzt bitte... Ja, der kann schon schießen. Du gräbst dich mal bitte hier ein. Du gehst ein kleines Stück nach vorne. So, decke mal hier die Leute auf. Ach komm, Hartmann, siehst du den noch nicht? Hallo? Hier sind die Gegner. Also der müsste doch eigentlich jetzt automatisch feuern, oder nicht? Ihr Held wird angegriffen. Ja. Der ist schon wieder viel zu weit nach vorne. Naja, das soll er lieber erstmal den Panzer hier zerstören. Also hier sind wir eigentlich sehr gut abgesichert. Das müsste so passen. So. Jetzt zerstört bitte erstmal den Panzer. Perfekt. Oh, jetzt kommen sie von hier. Okay, haben wir auch. Nee, dann reparierst du bitte jetzt erstmal den. Wieso aber jetzt hier von rechts keiner mehr angreift, verstehe ich nicht. Also hier ist auf jeden Fall klar, brauchen wir unsere Panzer zum Vorrücken. Das machen wir nicht mehr mit der Infanterie. Ihr habt ja gesehen, was rauskommt. So, da haben wir den noch. Dann haben wir die Bunkeranlage noch. Und jetzt werden wir dann erstmal hier Hartmann reparieren. Komm. Unserem Aufklärer ein bisschen nach vorne. Den müssen wir jetzt so langsam machen. Also wie gesagt, ich rücke hier nicht so schnell nach vorne. Da gehen wir nur Risiko ein.
Und ich glaube, das Beste ist wirklich, wenn wir erstmal hier den Eingang hier säubern und dann die kompletten Panzer nachziehen. Der ist auch repariert. So, jetzt ziehen wir mal unsere Infanteristen erstmal hier in die Nähe. Ich weiß nicht, haben die auch eine Munitionsbegrenzung? Nö. Also die haben unendlich Munition, so wie es hier ausschaut. Infanterie hier rüber. Halt, wo läuft denn ihr hin? Okay, jetzt haben wir auch die Bunkeranlage. Gut. Geht ihr zwei jetzt mal nach vorne. Ja, ich weiß es nicht. Kommen noch Angriffe oder nicht? Weil von hier rechts, die waren eigentlich noch nicht da. Dann machen wir es halt einmal so, dass wir jetzt nur halt, dass wir zwei Panzer zur Absicherung hier hinten stehen lassen. Und mit drei Panzer gehen wir hier nach vorne. Okay, ohne Kundschaft ist natürlich jetzt trotzdem ein bisschen blöd, weil wir jetzt hier nichts aufdecken. Da hinten ist ja auch noch ein Panzer, dürfen wir nicht vergessen. Was als nächstes? Bereit, Herr Oberstleutnant. Ihr Held wird angegriffen. So, jetzt sind wir schon wieder unter Beschuss hier. Von wo? Da kommt er. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Naja, das ist ja nicht wirklich eine schwere... Oh, leck, da. Sind direkt vor uns. So, Infanterie, ihr müsst jetzt hier mal ein bisschen mithelfen. Werden wir die andere Infanterie jetzt auch dazu holen. Geht er hier mal schön langsam in die Stadt vor. Ja, also so ist schon besser, wie wir jetzt hier machen. Was? Der Konvoi wird angegriffen? Schaut euch mal das an. Ja, und genau das meine ich nämlich. Jetzt haben wir uns zurückgezogen und jetzt kommen die hier. Jetzt lassen wir den aber erstmal reparieren und dann werden wir auch den hier weiterziehen. Okay. Infanterie ist unter Beschuss hier unten. Und dann lassen wir auch erstmal den Panzer hier reparieren. Sicher ist sicher. Ihr könnt schon mal hinterherfahren. Also, für die Mission ganz wichtig unser Reparaturfahrzeug. Ohne Scheiß. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Lassen wir die jetzt erstmal neu hier seitlich eingraben. Weil wir ja unseren Konvoi hinterherziehen. Ich hoffe mal, da kommt jetzt keiner. Konvoi, Reparaturfahrzeug, alles hier hin. Dann drehen wir den erstmal. Halt. Ich denke mal, das Drehen ist mit der linken Taste, aber ist auch mit rechts. Eingraben. Den drehen und auch eingraben. So haben wir jetzt erstmal nach hinten eine kleine Absicherung. So. Und jetzt gehen wir hier weiter. Wie gesagt, hier drüben links ist ja noch ein Panzer. Müssen wir aufpassen. Da steckt der Panzer drin. Ich glaube, jetzt gehen wir mal schnell hier nach vorne und schalten den Panzer hier aus. Da ist er. Ah, du kannst ja gleich das Gebäude hier angreifen. Das macht der Hauptmann schon. So, Panzer ist weg. Ah, von hier drüben. Überall sind wir im Beschuss jetzt. Aber dass eine normale Infanterie eigentlich so viel Schaden machen kann, das ist der Wahnsinn. Ja, okay. Mit unserem Reparaturfahrzeug dürfen wir natürlich nicht so weit nach vorne, wenn der Beschuss auch von hier drüben kam. Achso, halt, der lebt noch. So, jetzt reparieren wir den. Mit der Infanterie können wir hier jetzt mal reinziehen. Eigentlich.
denke ich. Hier müssen wir aufpassen, weil hier waren noch die Panzer. Jetzt ist die Frage, waren das auch die Panzerfahrzeuge, die hier patrouillieren? Ich weiß es nicht. Ihre Einheiten werden angegriffen. Bereit, Herr Oberstleutnant. Oh, Kette zerstört. So, ihr säubert hier drüben. Dürfen nur die Panzer hier nicht verlieren. So, Hauptmann nach vorne. Das schaut sauber aus. Da schnell die Kette reparieren lassen. Ja, ich glaube, ein bisschen blöd wird das die Artilleriegeschütze noch. Weil jetzt schaut mal, bis wir da erstmal hochkommen. Und jetzt sind wir noch nicht einmal durch das Dorf hier durch. Okay, Konvoi kann hier rein. Die Panzer lassen wir da stehen. Oh, da ist der nächste Panzer. Was nicht, machen wir einen Schaden hier? Und zieht euch mal ein bisschen zurück. Ja, dem Panzer müssen wir irgendwie ein bisschen umgehen, dass wir hinter seine Sandsackstellung kommen. Das sind sogar zwei. Oh, einen haben wir gleich. Na, zieh dich zurück, 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 zurück. Du darfst nicht drauf gehen. Den einen Panzer haben wir sogar. Nice. Hä, wo kommt der jetzt her? Von wo kam der? Okay, dann schicken wir die Infanterie auch mal hier rüber. Mal aufklären, nur mal, wo denn der Gegner ist. Na, jetzt gehen sie drauf, die schaffen... Oh, da ist ein Panzer. Ich habe gedacht, das wäre die Infanterie hier. Jetzt warte mal, geh mal nicht so weit nach vorne. Suchen wir diese Tommies. Nehme Stellung ein. Also jetzt erstmal den Panzer hier ausschalten. Warte mal, jetzt machen wir erstmal das Gebäude. Oh, Hauptmann, wo fährst denn du rum? Na, wir bräuchten eigentlich erstmal den Panzer. Aber den können wir nicht aufklären. Dauert noch ein bisschen. So, jetzt. Jawohl, Herr Oberstleutnant. Bereit, Herr Oberstleutnant. So, Hartmann, wie schaut's aus? Er hat ein bisschen an Schaden. Jetzt müssen wir mit unseren Einheiten hier aufpassen. Ich würde sagen, wir nehmen den Panzer raus. Den stationieren wir hier. Und den stationieren wir hier. Ja, haben uns wieder zu weit vom Konvoi entfernt. Boah, ja, wo fahren denn die hin? Kann mir mal einer erklären, was die hier machen? Wieso die jetzt... einfach davor fahren, ohne dass ich denen den Befehl gebe. So, du bleibst hier. Absicherung. Und du, würde ich sagen, bleibst hier hinten stehen. Da, schaut mal den an. Wo fährt denn der hin? Fahr zurück. Das ist gefährlich, was der macht. Achso, vielleicht kommt er nicht zum Hartmann. Kann das sein? Ne, der kommt ja nicht hin. Deswegen fährt er so. Oh, Panzer von hier. Das ist meine Pflicht, Herr Oberstleutnant. Warte mal, da habe ich noch Infanterie. Du musst bitte in den Konvoi hier rein. Ja, wichtig, glaube ich, wäre mir aber erstmal, wenn du Hartmann reparierst. Lass den LKW. Hartmann ist wichtiger. Okay, der kommt hier vorbei. Na, du bleibst mal lieber hier stehen. Schauen wir mal, ob wir zum Hartmann hier hinkommen. Ja, kommt hin. So, also dann muss der Panzer eigentlich hier rüber.
Aber ihr seht schon, die Gegnerangriffe von hinten kommen trotzdem immer wieder. Oh, jetzt sehen ja auch noch Minen. So ein Mist. So, okay, der LKW ist wieder bemannt. Hartmann ist so gut wie repariert. Ey, wenn ich jetzt mein Reparaturfahrzeug verliere wegen den Minen hier unten, ne? Ich weiß gar nicht, habe ich jetzt eigentlich noch Pioniere, ob die, dass die Minen aufdecken? Der ist auch unter Beschuss hier unten. Warum? Komm, geh nicht dran. Nein! Jetzt haben wir ohne Scheiß unser Reparatur... Ich hab's noch gesagt. Nein! Naja, müssen wir jetzt so schauen, dass wir jetzt so durchkommen. Okay. Dann würde ich sagen, ich mache jetzt erstmal einen Cut, weil jetzt spielen wir auch schon wieder ewig hier. In der nächsten Folge werden wir dann die Mission hier zu Ende bringen. Wir werden jetzt erstmal wirklich schauen, dass wir hier oben... Können wir hier auf Pause drücken? Ja. Dass wir hier durch die Stadt durchkommen. Genau. Bis hierhin. Also um die durch die Stadt durch bis hierhin. Dann werden wir das eine Artilleriegeschütz hier ausschalten. Ich hoffe natürlich auch, dass wir es übernehmen können, dass wir hier Feuerunterstützung leisten können. Weil hier war noch ein Panzer. Ich glaube, eine Pack war hier. Und dann von hier werden wir hier rüberfahren, dass wir auch die Artillerie hier oben kriegen. Also ich will ehrlich gesagt nicht mehr durch die Stadt hier durch. Vor allem steht hier noch ein Panzer. Und den Panzer wollen wir noch mitnehmen. Aber das machen wir jetzt wirklich rechter Hand von der Stadt. Werden wir alles sehen in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Tschüss. Back to what I was saying.